Ja Leute, und hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge PVZ zusammen mit Markus. Hallo. Wir spielen wieder eine Runde Gartenkommando, heute mit einem hübschen Uriel dabei. Keine Ahnung, wer das ist, aber er hat viele Zahlen. Wahrscheinlich ein Knasti. Bonusgarten, Bonusgarten. Tschüss. Dum 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 dum. Ich glaube, der geht zum anderen Garten und macht den. Mate, no! Verdammte Scheiße! Warum darf so jemand mitspielen? Warum darf so jemand mitspielen? Ich erlaube solchen Personen nicht mitzuspielen. So, was pflanzt man jetzt hier hin? MG-Erbsen. Die geht immer. Babubum, babubum, badadubabum. Hallo, ich winke dir. Hallo. 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 Okay, irgendwas Sinnvolles. Irgendwas Sinnvolles hier. Irgendwas töten. Und hoffen, dass in Welle 3 wir endlich erlöst werden. Weil ihr habt es ja gesehen, irgendwas hat die Elche schon wieder versucht. Sie haben es auch wieder geschafft, dass ich mal wieder nicht den Schatz hier die töten konnte, obwohl er da war. Nein! Boah, gerettet. Gerettet. Ah, da oben rennt ja ein Soldat. Laser Beans. Okay, mal wieder keine Schatz-Yeti-Runde, sondern heute mal wieder, wir zerbrechen ein paar Vasen. Bin was tot. Dann komm her. Bin schon da. Jetzt haben wir auch noch einen Zugang. Antonio Christ. Quiz. Was auch immer. Rasende Fans. Das sind wahrscheinlich lauter Wichte und Pfannenträger. Ja, tausende Wichte. Wichte. Oh ja, ja, nur Wichte. Alter, alter, alter. Was ist denn hier los? Also die Bohnen machen jetzt Chapter. Und die glänzen. The fuck, wo kommen die jetzt von? Plötzlich.
No. Aua. Perfekte Welle. Die rasenden Fans waren jetzt nicht so gefährlich, wie sie aussahen. Oh, der Typ ist auch als Schnapper hier. Spür du mal mit. Brains. Kann schlimmer kommen, kann besser kommen. Bei dir kommt eine Rosenwelle. Ja, die rape ich grad schon. Inchi, no. Das ist immer so ein Nova. Oder kommt die nächste Riesenwelle? Da ist der Riese. Riese steht in der Mitte am Marktplatz rum. Oh shit. Drei Soldaten. Fuck. Die ficken mich übelst. No. Der Typ hat sie einfach dreimal hintereinander von einem Riesen verprügeln lassen. Gut. Mach ich auch immer. Ich habe ihm den Arsch gerettet. Dafür bin ich jetzt auch so gut wie tot. Und ich bin tot. Die kommt da hoch. Jo, warte. Welchen Dach? Ganz rechten Eingang. Ganz rechts. Ich sehe dich nicht. Soll ich selbst? Oder? Ah, jetzt sehe ich dich. Ja, mach. War zu spät. Ich hätte hier nicht holen können. Ich hätte dich jetzt das sehen können. Die zwei da unten lassen sich nämlich auch bei die ganze Zeit. Gegenseitig töten irgendwie. Okay, der eine hier leckt hart rum. Der Hot Rod Schnapper. Warum pflanze ich jetzt gerade eigentlich überall Bambus rum? Eigentlich wollte ich da MG-Herbsen setzen. Keine Ahnung. Ich sollte mir merken, was ich ausgewählt habe. Aber drei MG-Herbsen, drei Bambus rum nebeneinander ist auch ziemlich OP, habe ich gerade gemerkt. Kommen jetzt wieder so Riesen um ihn, ne? Ja, läuft eigentlich. Da kommt, da sieht dann der letzte, sieht dann hell aus. Leg übelst hart, Alter. Ja, sag ich ja. Der wird auch irgendwie kaum geheilt. Nur so ein bisschen. Nein, ich töte die Laserbienen. Es hat überlebt.
stirb. Geht schneller. Geht schneller. Das ist der Lexter. Jetzt machst du mich nicht voll oder was? Hm? Doch. Hä? Yeah, jetzt zerbrechen nochmal Vasen einfach, Alter. Mega lucky heute. Immer. Ey, mein drei Vasen waren nur Bullshit drinnen hier. Hm, hier kommen auch noch Bullshit. Oh, das Geschütz ist da drin. Yo. What? The fuck, ist das just you in the box? Ne Vase. Vase. So, wir checken in the box nur das just you in der Vase. Lädt aber nicht mehr. Down. Eine perfekte Welle trotz Disgustio. So, dann sind wir auch schon wieder Welle 9. Das war dann mal wieder nichts mit unserem netten Yeti. Inchinator. Ich meine, wie viele Oysters kommen denn in der Welle hier? Oh, eine Laserbeam haben die getötet. Sieben HP. Rüstung. Garten. Ziemlich glückliche Sache hier. Nicht geil werden. Ja, wir kriegen aber nur Zombie-Horden irgendwie. Und jetzt haben wir Zombie-Horde. Fast. Yeti. Fast. Aber das ist der falsche Yeti. Ich will den Yeti, der mit Diamanten um sich wirft. Oh, bei mir kommt Riesenwelle. Das ist schwul. Bei mir ist der Fette. Bei mir ist der Fette. Ich werde gerüstet. Ich werde vergast. Natürlich ist jetzt noch ein Oyster hinter mir, ja komm, fickeln.
anscheinend wieder einer zu Welle 10. Bester. Jetzt kommt der Schatz-Yeti. Der normale Yeti. Ich hätte jetzt gern Schatz-Yeti. Das Kaktee. Ja, und er geht wieder auf mich, ne? Richtig geil. Ich bin fast tot. Mach halt, du Mann. Verpiss dich, scheiß Zombie. Hat er noch? Jedi ist einfach mega viel, es ist mega mies. Ich habe ihn begrüßt. Ja, geil, hier kommt direkt ein Kraftstein. Den blöden Grabstein da vorne kann man irgendwie nicht treffen von hier, oder? Doch, es geht. Ah, oben ist einer. Yeah, alle Pflanzen sind entkommen. Es wäre so geil gewesen, wenn wir den jetzt in der Luft weggecheckt hätten. Ja. Was überhaupt geht. Und weg. Naja. War ganz okay, aber mal wieder ohne den Erfolg, den wir haben wollen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge P4Z. Und bis dahin, servus und ciao. Tschüss.